Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CC2TV. Ja, ich habe Ihnen heute mal was mitgebracht. Werden Sie sagen, was soll denn das? Das ist mein Universalwerkzeug. Begleitet mich seit Jahrzehnten, nicht das gleiche, das war auch schon oft zur Reparatur. Ich habe auch mehrere davon in unterschiedlichen Hosen und Arbeitsplatz und so weiter. Ein Taschenmesser. Was kann ich damit messen? Naja, ich kann damit schneiden, ich kann damit drehen, drehen nicht, Drehbank ist nicht dran, Schrauben ausdrehen, da Kreuzschlitz, normaler Schlitz, da ist eine Schere dran, da ist ein Messer dran, da ist eine Zange dran, da ist eine Feile dran, da ist eine Säge dran, da habe ich mir schon Wege im Wald frei gesägt damit. Warum zeige ich Ihnen das eigentlich? Naja, wer mit Händen arbeitet und Geräte repariert, braucht ein Werkzeug. Der muss also immer irgendetwas haben, mit dem er arbeiten kann. Und der Elektroniker, naja, der braucht sowas auch. Aber der braucht auch andere Dinge. Und wenn man aktiver Funker ist, naja, mehr oder weniger aktiv, dann muss ich sagen, brauche ich auch noch ein anderes Gerät. Ich muss ja gucken, ob das, was ich aussende, erlaubt ist, in Bereichen, die erlaubt sind, ob ich Störungen habe, ob ich Nebenwellen habe. Ich muss auch andere Geräte überprüfen, auf Störstrahlung, ob da was weiß ich, was rauskommt, ein Netzteil, was wieder fürchterlich rumjault, was eigentlich gar nicht. Na, da brauchen wir dann solchen Krempel dafür. Unterschiedliche Scanner, unterschiedliche Messgeräte, Frequenzmesser, Feldstärkenmessgeräte und so weiter. All diese Dinge. Oder so etwas hier. Damit kann man Chips, die bei Tieren implantiert sind, auslesen und sehen, was da drauf ist. Oder so etwas, so Türschlösser, die mit so kleinen runden Chips da bedient werden können. Ob die funktionieren, wenn es nicht funktioniert, woran liegt es? Ich brauche also ein elektronisches Taschenmesser. Das stecke ich mal wieder ein, damit ich es nicht vergesse. Ja, ein elektronisches Taschenmesser, muss ich ein bisschen was dazu erzählen. Da ist tatsächlich in Moskau vor vielen Jahren eine Firma in der Nähe vom Bahnhof, also ziemlich im Zentrum, die haben sich Ingenieure, junge Leute zusammengesetzt und haben gesagt, Mensch, wir brauchen sowas. Die wollten sich ein Raspberry Uno oder irgendwas, weiß ich was, nehmen. Das war ihnen dann zu kompliziert, zu teuer. Und dann haben sie so ein Kickstarter-Unternehmen gegründet. Die haben gesagt, wir wollen 60.000 US-Dollar einsammeln und dann bauen wir ein Gerät für eine spezielle Gruppe, die eben Bedarf hat, in kleinen Stückzahlen. Haben die Aktion gestartet und hatten nach 8 Minuten, 8 ist so viel, hatten sie die 60.000 US-Dollar schon erreicht. Dann haben sie weitergemacht und haben das noch weiter laufen lassen. Am Ende hatten sie 4,8 Millionen US-Dollar eingesammelt. Und da haben sie natürlich dieses Projekt erweitert, haben gesagt, jetzt machen wir es größer, da hängen wir auch noch viele andere Sachen mit rein. Rausgekommen ist ein kleiner Fisch. Ist es ein Fisch? Nee, ich weiß es nicht. Hier, das elektronische Taschenmesser für natürlich den Elektroniker. Ich drücke mal drauf. Oh, da sind wir schon ein bisschen zu weit. Gehen wir zurück. So, das ist kein Tamagotchi, das ist kein Spielzeug. Obwohl man damit spielen kann, man kann viele Spiele darauf laden, aber es ist eben etwas anderes. Da stecken Prozessoren drin, ein Cortex M4 zum Beispiel mit 64 GHz Taktfrequenz, Flashspeicher von 1 GB, 256 SRAM und noch ein zweiter Prozessor und eine ganze Menge funktechnische Bauelemente, die auch in anderen Geräten vorkommen. Alles zusammengebastelt und dann kommt sowas raus. Gucken wir uns das erstmal von außen an. Er hat Licht schon wieder ausgemacht. Hier heißt er, so heißt das Teil, Flipper. Bedient wird er hier über diese Wippe, das ist also 4 Richtungen darstellbar. In der Mitte Knöpfchen, noch ein Knöpfchen. Das ist der, ja eigentlich der Zurück-Button. Ein Ausschalter in dem Sinne hat das Gerät gar nicht, weil das läuft mit einer Akkuladung, 2000 mAh Akku, ungefähr eine Woche. Und es wird aufgeladen über USB-C, hier an dieser Stelle.
Hier ist kein geheimer Anschluss, sondern da kann man so ein Bändel ran machen, um es in die Hosentasche zu stecken, wie bei einem Taschenmesser. Hier unten habe ich die Möglichkeit, eine Speicherkarte reinzustecken, bis 128 Gigabyte. Muss man neuere nehmen, weil die alten haben das Protokoll, welches hier verwendet wird, nicht vollständig oder gar nicht implementiert, die neuen alle. Dann haben wir hier eine One-Wire-Schnittstelle, also ein Eindrahtding, da sind die Kontakte herausgeführt. Ja, das ist im Grunde genommen schon alles. No, nicht ganz. Wir haben noch etwas hier, und zwar da haben wir ein Fenster für Infrarot. Das Ding kann also Infrarotsignale empfangen und senden. So, jetzt haben wir uns das Gehäuse angeguckt. Ist ja schön, oder? Fertig? Nee, noch nicht. Es kommt ja erst noch. Was kann das Teil? Fangen wir mal an. Es kann also Infrarotsignale erkennen, dekodieren, hat eine riesen Bibliothek für unterschiedlichste Geräte, um die steuern zu können. Man kann, wie bei einer lernfähigen Fernbedienung, auch mit der eigenen Fernbedienung hier ein Protokoll einlesen und anlernen und damit alle meine Geräte bedienen. Selbst wenn das Protokoll nicht bekannt ist, kann ich das speichern und kann es bedienen. Funktioniert ganz prima, besser als meine kommerziellen Fernbedienungen, die ich habe. Jo, was man noch kann, man kann das Teil natürlich frei programmieren. Man kann dafür Anwendungen schreiben und diese Anwendung hier drauf laden und dann kann ich damit, naja, alles machen, was das Gerät theoretisch kann. Zum Beispiel, irgendjemand hat da eine Anwendung geschrieben, so eine kleine Schweinerei, dass man aus diesem Infrarotsignal, was man hier generieren kann, über eine Bibliothek alle bekannten Ausschaltsignale oder Einschaltsignale ist oft das gleiche, aussenden kann, und zwar in schneller Folge nacheinander. Man könnte also irgendwo in einen Laden gehen, wo dieser ganze Krempel verhökert wird, und da stehen dann manchmal so 100 Fernsehgeräte, die alle eingeschaltet sind, brauchen die Leute keine Heizung, vor allen Dingen im Sommer, startet die Applikation und wutsch sind alle aus. Und da sieht man dann die TV-Monkeys springen, wie sie das alles wieder einschalten. Naja, ist böse, sollte man nicht machen. Nur um mal zu sagen, was man kann, nahezu alles. Gehen wir mal weiter. Er hat Funktechnik eingebaut. Und zwar NFC, also Near-Field-Kommunikation, RFID, diese Radiofrequenzteile da, kommen wir gleich noch drauf, zeige ich Ihnen noch. Er kann in Bereichen, na, ich sage Ihnen erstmal Frequenzbereiche, von 300 MHz bis 348 MHz senden und empfangen. Nicht überall. Er kann von 387 bis 464 MHz senden und empfangen. Und er kann von 779 bis 928 MHz senden und empfangen. Wenn ich sage nicht überall, man muss hier einen Gebietscode eingeben und dann hat er Tabellen eingebaut und guckt nach, in welchen Ländern auf dieser Welt darf ich welche Frequenzen verwenden. Und wenn ich jetzt in Deutschland Frequenzen verwende, zum Beispiel 310 MHz, die nur in den USA zugelassen sind, dann sagt er mir, nee Junge, geht nicht. Das darfst du nicht. Macht er dann auch nicht. Dass man das umgehen kann, weiß ich auch. Aber es ist erstmal eine schöne Sache. Er fordert also nicht heraus, dass man hier tatsächlich irgendwie na, etwas Unerlaubtes tut. Er hat, das hatte ich vorhin vergessen, zum Beispiel auch ein CE-Zeichen, ist also ein in Deutschland zugelassenes Gerät. So. Jetzt habe ich erstmal erzählt, was man punkttechnisch machen kann. Jetzt müssen wir natürlich auch mal zeigen, was möglich ist. Einmal kann er über Bluetooth, zum Beispiel mit meinem Datophon oder ich habe hier zur besseren Ansicht mein Tablet mitgebracht und da wird das Display drauf gespiegelt. Die Verbindung ist ein bisschen langsam, deswegen ist alles, was ich hier am Gerät mache, da ein klein wenig später, aber das soll uns nicht stören. Gehen wir mal hier rein. So, ich habe verschiedene Bereiche. Sub-Gigahertz, das ist der Bereich, was ich eben gesagt habe,
in diesem Bereich von 300 bis 900 und ein paar kleine Megahertz. Alles, was sich darin abtummelt oder tummelt. Da sehen wir also hier, ich kann in dem Bereich lesen. So. Und wenn ich jetzt sage hier, read, so, wenn ich hier sage read, dann zeigt er mir auf dem Display an, was sich in diesen Bereichen hier tut. Ist also so eine Art Scanner, dann kann ich erkennen, je nachdem welchen Bereich ich ausgewählt habe, ob da irgendwelche Aktivitäten sind, ob da Funksignale empfangen werden. Funksignale empfangen. Ich muss aber erstmal auf Record drücken. So, jetzt kann man sehen, was sich da tut. Dazu muss ich sagen, das Gerät rein HF-mäßig ist eine ziemlich taube Nuss. Er ist also nicht dafür geeignet, um Funksignale vom Nachbarn, von seinen Thermometern oder sonst etwas empfangen zu können, sondern er empfängt nur in nächster Umgebung, so wie ein Werkzeug das eigentlich auch sollte und machen kann und sollte. Und wir sehen jetzt, da laufen irgendwelche Pakete durch. Das sind diese Sensoren, so etwas hier, die hier zu meiner Wetterstation gehören. Ich habe hier drei Stück dabei. Das eine steht daneben, was wir gerade sehen, und zwei habe ich dahinter versteckt. Die sehen genauso aus. So, und die haben etwas gesendet und diese Pakete können wir also hier sehen. Wenn ich jetzt sage, okay, gefällt mir, habe ich die Möglichkeit, ich kann das wieder löschen oder ich kann diese Pakete speichern, kann jetzt hier eingeben einen Namen, wie möchte ich das haben und kann sie anschließend, nachdem ich sie gespeichert habe, auch wiedergeben. Ich gehe mal hier zurück und da sehen wir in der Mitte da unten, da steht Send. Send heißt in dem Fall, er sendet das, was er empfangen hat, wieder aus. So. Damit habe ich also die Möglichkeit, zum Beispiel diese Sensorensignale wieder zurückzusenden. Ich habe auch oder könnte auch eine kleine Anwendung nehmen und könnte sagen, ich schicke jetzt mal andere Temperaturen. Schon spinnt die Heizung irgendwo. Geht nicht, weil die Sendeleistung zu gering ist. Ich komme nicht so weit. Es gibt zwar die Möglichkeit, hier eine externe Antenne anzuschließen und das umzuschalten im Menü, dass das Signal auf die externe geht, aber ich will niemanden zu Schweinereien verleiten. Was sehr schön, sehr interessant ist, man weiß ja manchmal nicht, die Anzeige. Hier auf diesem Display habe ich da unten jetzt die interne Anzeige und habe dann hier daneben diese drei Sensoren. Jetzt fällt einer aus. Was ist denn kaputt? Ist dieses Teil kaputt? Ist der Sensor kaputt? Ist die Übertragungsstrecke gestört? Wäre hiermit kein Problem. Ich gehe hier in eine. Ach, er sendet immer noch. Hör mal auf damit. So. Geh mal erstmal hier auf die Applikation, die ich geladen habe. Es gibt hier, wenn ich die Applikation auf meinem Tablet oder Telefon habe, oder ich kann es auch auf iOS, nicht nur auf Android, oder ich kann es auf Linux, oder ich kann es auf Windows, oder ich kann es auch auf Apple-Geräten installieren, die Software dafür. Dann habe ich die Möglichkeit, einmal den Flipper fern zu bedienen. Ich habe die Möglichkeit, mir das anzusehen. Ich kann quasi in eine Art Anwendungsbibliothek gehen und kann mir aussuchen, welche Programme ich haben will und lade die dann von meinem externen Gerät herunter und habe sie schon hier drauf. So, war nur mal, weil wir gerade da sind. Da wollte ich rein. Gut, Bluetooth. Dazu gibt es zu sagen, ich kann zum Beispiel meine Kamera, meine Fotokamera von hier aus auslösen und steuern. GPIO, das sind hier oben die Ports. Ich glaube, die habe ich vorhin unterschlagen. Wenn wir hier drauf gucken, da sind die. Die kann ich natürlich auch ansprechen, genauso wie ich das normalerweise beim Raspberry oder beim Arduino oder sonst woher kenne. Auch das ist also möglich. Übrigens standardmäßig 3,3 Volt, ist aber 12 Volt 5 Volt tolerant und ich kann die Ausgabe umschalten über Menü auch auf 5 Volt, wenn ich die irgendwo brauche. So, gehen wir weiter. Games, da sind Spiele drin. Gut, Spiele ist nicht so mein Ding, da habe ich halt nicht viel geladen, obwohl es ganz, ganz viele gibt. Gehen wir zurück. Infrarot. So, was ist Infrarot? Muss ich noch sagen, der geht also von 800 bis 930 Nanometer. Das ist der Bereich, den er empfängt. Also selbst so Kameras, die
oder ähnliche Beleuchtungen, die in dem Bereich arbeiten, was unser Auge nicht mehr wahrnimmt. Normal sieht man so ein dunkelrotes Glühen noch bei diesen 880er, 850er Leuchtdioden. Aber wenn sie im 920er Bereich zum Beispiel sind, sehen wir das nicht mehr. Das kann er aber noch erkennen. So, wo sind wir noch? Also Infrarot, wollten wir mal reingehen. Da gibt es dann auch ein Scope, mit dem ich also quasi scannen kann, was tut sich hier an Infrarot. So, hier sehen wir also im Moment nichts, wir sind im Studio, da ist das verboten. Und hier haben wir die Möglichkeit, Universal Remote, das ist eine universelle Fernbedienung. Da kann man mit so einer Art Suchlaufmodus sehen, ob das eigene Gerät dabei ist. Viele Geräte sind vorgespeichert. Ich kann eine neue Fernbedienung anlernen und ich kann sehen, was habe ich denn schon gespeichert. So, da ist mein Remote und wenn ich jetzt da drauf gehe, das ist also mein Fernsehgerät zu Hause, ja, da habe ich also schon mal ein paar Sachen. Einfach Taste drücken und die Beschreibung eingeben. Ist hier ein bisschen fummelig auf dem kleinen Delfin, den wir hier haben. Aber wenn man das an der großen Applikation macht, da ist es schön einfach. Oder am Computer zu Hause, das ist kein Problem. Gehen wir auch hier wieder zurück. Das ist ein anderes Gerät, was hier auch etwas sparsame Bedienung angelegt hat. Aber wir könnten da noch weitergehen. Hier, so. Er geht immer wieder oben hin, das stört mich bei vielen Sachen. NFC, diese Near Field Communication, die kann ich also hier mitmachen. Und zwar, sagen wir mal, NFC lesen. So. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert jetzt hier. Ich gehe mal hier drauf auf meine Karte. Und er sagt Wutsch und liest mir diese nicht mehr aktive, also braucht keiner abschreiben, nicht mehr gültige Karte aus. Wir können weitergehen. Hier mein Einkaufsring. Genau das gleiche. Hat er keine Probleme damit. Auch hier können wir wieder weitergehen. Nehme ich hier diese Smart Tags. Auch das ist überhaupt kein Problem. So, und dann kommen wir mal jetzt hier zu etwas ganz Besonderem. Ich mache mal hier ein bisschen Platz. So, das ist der Star, den ich hier dabei habe. Den liest er auch aus. Also gar keine Schwierigkeit. Ich lege den mal hier rüber. Da kommen wir gleich noch mal drauf. Da muss ich Ihnen nämlich eine Story dazu erzählen. So, jetzt gehen wir hier wieder raus. Also das macht das Gerätchen fein, problemlos. Muss erstmal wieder. So, ich kann NFC-Laser erkennen. Laser wird zum Beispiel die Tastatur, die wir am Anfang mal kurz gesehen haben, die auf dem Tisch liegt, oder irgendwo Laser ohne Tastatur, wo man mit einer solchen Karte, Zugangskarte, Hotel oder sonst wo, auch die kann ich damit erkennen und auslesen, was die eigentlich von mir wollen. Dann gibt es sogar eine Möglichkeit, wenn ich eine Karte habe, die eine Öffnungskarte irgendwo für eine Tür oder was, die nicht mehr so ganz in Ordnung ist, dass ich die wiederherstellen kann über die Informationen, die ich vom Laser bekomme. Und naja, ist ein bisschen kompliziert. So, das kann ich also alles speichern. Ich habe extra Aktionen, die sind eigentlich, also manuell kann ich so etwas mir, so einen Chip erstellen. Mit Daten, die ich selbst eingebe, was ich auch vom Telefon mit anwenden kann. Und extra Aktion. Manche dieser Laser oder diese Medien brauchen relativ lange, bis sie erkannt werden. Wenn das der Fall ist, kann ich hier in diese extra Aktion hineingehen und kann dort die quasi durch eine längere Zeit länger Kontakt haben und vielleicht nicht 100% interessant für alle. So, RFID, das sind also diese Dinger, wie ich sie hier auf dem Tisch rumliegen habe. Nehmen wir mal 125 Kilohertz Teil und gehen auf Lesen. Und da haben wir hier, den hat er schon mal erkannt. Wir sehen es immer auf dem Tablet, was da kommt, zurück.
hier die ganz, ganz kleinen Dinger. Ah, ich muss ja erstmal die erkennt er ganz genauso. Und hier solche Karten, da steht noch der Preis drauf, die es teilweise als Clubkarten oder sonst was gibt, auch die erkennt er ohne Schwierigkeiten. Also, das war jetzt dieser eine Punkt. Das ist hier schon in der Firmware integriert. Da brauche ich noch nicht mal eine extra Anwendung dafür. Ja, den müssen wir jetzt nicht nehmen. Dann haben wir einen Generator. Ja, muss ich noch dazu sagen, wenn er jetzt diese Chips, egal diese oder diese, gelesen hat, dann bietet er mir an, wenn es kein Rolling Code ist, wenn er also ein statischer Code ist, dass ich diesen gelesenen Code speichern kann und dann kann ich ihn emulieren. Das heißt, er sendet dann diesen Code wieder aus. Ich kann mir also quasi hiervon eine Kopie machen in meinem Flipper und kann das Ding wegwerfen und öffne dann meine Tür oder meinen, was weiß ich auch immer, nur mit dem gespeicherten Daten auf dem Flipper. Wenn es ein Code ist, der nicht statisch ist, der sich also verändert, dann bietet er mir die Speicherfunktion nicht an, macht auch nicht den großen Sinn. So, jetzt waren wir hier weiter. Noch einen zurück. Fangen wir wieder von vorn an. Sub-Gigahertz, ja, gehen wir doch mal da rein. Da gibt es auch zum Beispiel Spektrum-Analyzer, dann zeigt er mir, was wo in der Gegend herumschwirrt. Haben wir aber eben schon in einer anderen Anwendung gesehen. Wetterstation. Nehmen wir mal eine Wetterstation. Jetzt stelle ich das Ding hier in die Nähe meiner Sender, weil, wie gesagt, das Teil ist also taub, HF-mäßig. Und jetzt müssen wir natürlich warten, alle Minuten oder zwei Minuten sowas, kommt hier ein Signal, wird dann erkannt und dann können wir sehen, weil er ganz viele Protokolle von Wetterstationen kennt, kann man alle ansehen in der Beschreibung, in den Applikationen dafür, selbst auf dem Gerät, dekodiert er die und zeigt sie dann auch an. Man kann natürlich das, was man da gespeichert hat, wenn man es gelesen hat, speichern, auch wieder aussenden. Das heißt, man könnte da schon irgendjemanden narren, wenn die Sendeleistung denn stimmen würde und könnte ihm vorspielen, dass man Winter hat oder umgekehrt. So, jetzt habe ich das gestartet und jetzt sucht er nach Wetterstation. Ah, die erste hat er gefunden. Er kennt also für mich unendlich viele Herstellerprotokolle und kann die alle dekodieren. Er sucht dann so lange, bis er die dekodieren kann oder er zeigt die Rohdaten an. Er hat den zweiten Sensor gefunden und jetzt könnten wir eigentlich schon mal reingehen. Der dritte macht auch keine andere Temperatur. Wenn ich jetzt hier mal reingehe, öffne jetzt einen dieser Datensätze, da sehen wir, er zeigt mir also an 19,5 Grad, 65% Feuchtigkeit und erzählt hier runter, wann er vermutet, dass bei diesem Sensor der nächste Datensatz kommt. So, wie gesagt, ich kann diese empfangenen Daten auch speichern, wenn ich das denn will, kann auch hier wieder rausgehen, kann Frequenzhopping einstellen, kann die Modulation einstellen, kann eine ganze Menge unterschiedliche, das war jetzt der dritte Sensor, der schläft ein bisschen. Er zeigt mir auch die Frequenz an, auf der er das empfangen hat. Also ein universelles Gerät, mit dem man wahnsinnig viel messen, überprüfen und so weiter machen kann. Dass man mit jedem, auch noch so kleinen Taschenmesser, auch jemanden wehtun kann. Na, das haben die Sachen in sich und das kann man damit natürlich auch. Aber man sollte es nicht. Man kann hier Erweiterungsplatinen anstecken, zum Beispiel für WLAN und die gibt es, kosten glaube ich 20 Euro oder sowas, ist also kein Problem. Die Übertragung hier über Bluetooth ist relativ langsam, es ist LE mit geringen Datenrate, damit auch der Akku länger hält und er hat ja auch, wie schon wiederholt gesagt, nur eine kleine Sendeleistung.
Jetzt kommen wir mal, das ist noch nicht alles. Also ich könnte noch eine Stunde weiter erzählen, was das Teil alles kann, aber ich setze einen Link unter das Video bei YouTube und da gibt es dann einen sehr umfangreichen Artikel, was das Teil alles kann. Also das kann man nachlesen und dann wisst ihr fast alles. Vor allen Dingen, es gibt auch viele Benutzer, die ihr Wissen im Internet zur Verfügung stellen und teilen und eventuell sogar Fragen beantworten. Kommen wir jetzt mal zu dieser anderen Geschichte, die ich da eben genannt habe. Solche elektronischen Türschlösser findet man immer öfter. Die sind hochsicher. Da muss man sich keine Gedanken machen. Die kann man öffnen, entweder mit den entsprechenden zugehörigen Tastaturen oder mit einem aktiven Funkschlüssel, der so aussieht. Dann hat der Hersteller irgendwann gesagt, okay, es gibt noch was anderes. Er hat die Technologie von diesen Sachen hier genommen und hat sie in ein eigenes Gehäuse gepackt. Hier. Problem ist aber nur, das ist nicht sicher. Das heißt, das habe ich hier vorhin am Anfang gezeigt, das Teil hier auslesen ist eine Sache von einer Sekunde, dann habe ich es. So, wenn ich das ausgelesen habe, bei so einem, nicht bei dem Türschloss, sondern die nächstgrößere Nummer, das 7000er habe ich zum Beispiel, da kann ich dann mit dem Flipper dieses Türschloss, nachdem ich diesen passiven Transponder ausgelesen habe, kann ich das öffnen. Das heißt, ich kopiere mir einfach diesen Schlüssel von diesem hochsicheren Schloss. Vollkommener Blödsinn. Ich muss das Ding mal hier runternehmen. Ich habe den Hersteller angeschrieben und habe ihm mitgeteilt, dass ich den Flipper teste und dass ich darauf gestoßen bin, dass ihre Passivtransponder in Sicherheitstechnik sehr, sehr passiv sind. Das ist der 7510. Und da drin wird behauptet, dass der eben hochsicher ist in dieser Technologie und was weiß ich nicht alles und bla bla bla. Dann kommt noch Rechtevergabe und alles, was drumherum ist. Also AES-Verschlüsselung und so weiter. Was nutzt mir das ganze Blabla, wenn ich innerhalb von einer Sekunde einen solchen Schlüssel, da braucht es auch nur jemand in der Hosentasche zu haben, halte ich meinen Flipper hin, mache den Lid und dann, wenn ich weiß, wo der wohnt, mache ich seine Haustür auf. Wie kann das sein? Der Hersteller hat es noch nicht mal nötig gehabt, auf meine E-Mail, mit der ich sie darauf hingewiesen habe, dass ich diese Woche produziere und dass diese Sendung am 15. online geht. Die haben noch nicht mal geantwortet. Arrogant bis dahin aus. Selbst wenn, ich habe dann heute früh gesehen, als ich mir das hier rausgesucht habe, dass dieser Artikel nicht mehr bestellbar ist. Das heißt, man hat ihn wohl vom Markt genommen, warum auch immer. Ich weiß nicht wann. Ich weiß nicht warum, aber für mich ist der Grund eigentlich klar. Nur, ich frage mich, davon sind Millionen sicherlich verkauft worden. Und was machen denn die Leute, die das nicht wissen, die nicht CC2TV gucken? Müsste übrigens allen erzählen, dass solche Schweinereien hier offengelegt werden. Die nicht wissen, wie ein Flipper bedient wird und die dafür kein Geld ausgeben wollen. Was machen denn die? Die wähnen sich weiter sicher und wissen gar nicht, wie einfach es ist, ihre Schlüssel, die sie mit haben, viel einfacher als einen mechanischen Schlüssel, so wie wir sie früher hatten, zu kopieren, weiter zu verteilen. Das kann man, diese Dateien kann man sogar, weil sie abgelegt werden, im Internet weiter verteilen an alle möglichen Gauner, die dann an jeder Haustür probieren können. Und wenn man dann eine Applikation hat, wo man alle gescannten Schlüssel, die man irgendwo im Internet gefunden hat, nacheinander ausprobiert, hält man das Ding an die Haustür, irgendwann geht es auf, wenn man Glück hat. Es ist unverantwortlich, normal müsste das zurückgerufen werden und die Kunden müssten informiert werden, dass sie ihn nicht mehr verwenden dürfen. Aber so ist es eben. Geld regiert die Welt und Geld macht für mich die Moral kaputt. Früher war es ein bisschen anders. Ich habe Ihnen mein elektronisches Taschenmesser mitgebracht, gezeigt. Ich wollte einfach mal zeigen, was technologisch möglich ist und möchte am Ende doch nochmal, Moment, machen wir mal an. So, wenn wir jetzt hier zurückgehen,
Irgendwo sehen wir dann auch Flipper. Das war da lange nicht alles, was wir hier kannten, was wir hier drauf hat. Da so ein lustiges Startbildschirm sind. Ich kann natürlich Bilder als eigene Bilder draufbringen. Ich kann hier solche quasi Animationen draufbringen und so weiter. Ich hatte ja angefangen zu sagen, Moskau, mitten in der Stadt. Da ist die Gruppe, die das entwickelt hat. Das ist eine Gruppe aus Ukrainern und Russen gewesen. Seit die Russen ihren verbrecherischen Krieg da begonnen haben mit der Ukraine, hat das natürlich ein gewisses Geschmäckle, würde man in anderen Teilen von Deutschland sagen. Ja, ich muss sagen, die haben sich also erklärt dazu, ganz klar, haben natürlich die russisch-politische Korrektheit bezüglich dieses Krieges eingehalten und ihn nicht als Krieg bezeichnen, distanzieren sich dennoch davon. Und was mich sicher macht, dass ich sowas trotzdem verwenden kann, ist, es ist alles Open Source, die Sachen sind alle auf GitHub einsehbar und ich habe die Möglichkeit, den Link schicke ich, das setze ich auch noch mit unter das Video, dass ich mir den Innenaufbau ansehen kann, die Platinenzeichnung, die Bestückungsdarstellung, auch das gesamte Schaltbild, in einzelne Schaltbilder aufgeteilt von diesem Teil. Es ist alles offen. Jeder, der Elektroniker ist und vielleicht Ahnung von Programmieren hat, kann also überall hineinsehen und kann selbst feststellen. Und mittlerweile sind das ja noch Hunderttausende. Das ist seit etwa einem Jahr in Deutschland auch erhältlich. Selbst in Deutschland dürften es einige 10.000 sein, die solche Geräte im Betrieb haben. Alles in der Regel Fachleute. Und wenn da irgendwo eine Schweinerei drin wäre, wäre die aufgeflogen. Deswegen meine ich, auch wenn es aus Russland kommt, da sind ja auch kluge Köpfe da, weiß ich nicht, ob mehr als bei uns, aber auf jeden Fall gibt es da sehr viele, die das entwickelt haben. Und selbst wenn es von da kommt, bin ich für meinen Begriff relativ sicher, dass ich keine Angst haben muss, dass hier irgendwo eine Backdoor drin ist, dass hier irgendwo Daten abgegriffen werden oder sonst was. Und und dann habe ich weiter Spaß damit. Ich habe jetzt, um es nochmal klar zu sagen, zwei Taschenmesser. Eins für mechanische Sachen und eins für elektronische Sachen. Und hat mich ein klein wenig glücklicher gemacht. So, was ich jetzt sehe, normalerweise habe ich am Ende der Sendung ein Bitti, aber Bitti hatte heute keine Lust. Der hat gesagt, okay, hör mal, wir haben Herbst, das ist jetzt heute der letzte schöne Tag am 15. Oktober und danach gibt es dann immer noch so. Und was macht eine Eule? Eine Eule fliegt. Wollen wir mal sehen? Hup. Also, hat doch geklappt. Ja, Junge, da guckst du. Also, diesen kleinen Wicht, den gibt es immer noch bei uns im Shop. Da bekommen wir Provision davon, von Thomas Ritter. Und können dann solche Spielzeuge kaufen, die ich Ihnen dann zeigen kann. Und vor allen Dingen auch solche Schweinereien aufdecken. Für mich persönlich ist es eine Schweinerei, was Burgwächter da macht, dass sie sich überhaupt nicht darum kümmern, dass ich noch nicht mal eine Antwort wert bin. Gut, das interessiert mich nicht. Für mich sind sie auch keine Antwort mehr wert. Ich bedanke mich bei allen Spendern, die das möglich gemacht haben. Und du bist jetzt auch ganz freundlich. Ja? Erst nicht antreten zum Dienst, sondern einen kurzen Flug noch machen, die uns doch über den Sommer geholfen haben. Ich hoffe, dass unsere Werbeeinnahmen bei YouTube wieder ein bisschen hochgehen. Da ist ja alles ziemlich im Keller gewesen. Und würde mich freuen, wenn der ein oder andere doch mal guckt, ob er noch ein paar Euro übrig hat, damit wir weitermachen können. Nochmal vielen Dank an alle. Vor allen Dingen auch vielen Dank an diejenigen, die nicht genannt werden wollen. Denn bei uns ist es so, man muss dazu schreiben, ich möchte genannt werden oder ich will genannt werden oder ich muss genannt werden oder ich kann genannt werden oder ich darf genannt werden, unendlich egal wie. Und dann bitte dahinter, was denn genannt werden soll. Da gibt es einen, der möchte seinen Hund Bobby genannt haben, der andere möchte Ogu heißen, was auch immer das heißt, oder sonst ganz viele andere Sachen. Oder kann ja auch den Namen seiner Oma reingeben, ist mir egal. Wenn wir damit weitermachen können mit dieser Spende, nenne ich alles, was keine Schweinerei ist. Tu den Daumen nach oben, sag nochmal vielen, vielen Dank, macht's gut und bis bald und tschüss.